Willkommen zurück zum fröhlichen Gemetzel auf Pandora in Borderlands. Ja, wir haben in der letzten Folge in der ziemlichen Jump-Orgie eine Mission abgeschlossen, nämlich die Submachine Gun-Teile zusammenzufinden. Und jetzt machen wir uns an die nächste Aufgabe für Marcus, ne, der Folgeauftrag. Da werden wir wieder ein bisschen hier durch die Landschaft unterwegs sein und jedes Munitionslager zerstören, das wir finden. Aber gleich mal unsere neue Waffe hier auch ausprobieren. Machen wir uns gleich auf den Weg zum nächsten. Immer der Markierung hier auf der Navigation lang. Was war das denn? Ach, na Jungs. Komm. Dann sammeln wir hier mal Punkte, ne? Ja. Na, ja, war's das schon alles? Nee, da kommen noch mehr. Schön. Also auch ohne Zielfernrohr macht sich die neue Sturmgewehr recht gut, muss ich sagen. Das gefällt. So. Vor allem die großen Reizkapazität. Und auf die Fresse, auf die Fresse, auf die Fresse. Komm, zeig mir deine Weichpfeile. Ja, da haben wir es. So. Als Berserker bin ich zwar eigentlich eher gepolt, hier mit der Schrotflinte rumzurennen. Ne? So, haben wir dich auch erledigt. So, dann können wir hier mal ein bisschen noch was einsammeln. Ne? Die Viecher haben mir hier einiges einfallen lassen. Genau, Muni brauchen wir immer als Nachschub. Ne? Unser Munitionsspender hier. Schönes Teil. Und ich denke mal, dass die kein Zielfernrohr hat. Das werde ich hier verschmerzen können. Ja. Komm, noch ein bisschen Kohle. Jo. Da liegt auch noch was. Eine Säure-Bouncing-Baddy. Ein Granatenmod. So, noch mehr Muni. Nehmen wir alles mit. Ha. Passt doch. Auf, weiter zum fröhlichen Munitionslager zerstören. Wo will er mich denn jetzt hinschicken? Da hinten hin. Okay. Muss man hier erstmal wieder die Orientierung gewinnen. Ach du, ja okay. Komme ich da mit dem Raketenwerfer ran, wenn ich den Wagen entsprechend anbiete, vielleicht. Weißt du was? Wir bringen erstmal das Auto in Sicherheit. Und dann kümmern wir uns hier um die Banditen. Ja, das Gatling-Geschütz ist nachgespawnt. Immer schön so ein bisschen in Deckung bleiben. Husche, husche, husche. Ja. Sag, jawohl, nochmal Muni mitgenommen. Ah! Bursche, du hast so still da gestanden, ich habe dich kaum gesehen. So. Ja, Granaten schmeißen. Da hat die KI mal wieder gepennt. So. Ja, ist ja ruhig. Ist ja gut, kannst ja da oben gerne machen, was du willst. So. Ich hole mir hier unten erstmal den Krempel zusammen, da wo du nämlich nicht hinschießen kannst mit deiner Gatling Gun. Haha. So. Und dann kümmern wir uns auch um dich, mein Freund. So. Die Granate hätte eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Aber was weg ist, ist weg. So.
So, dann machen wir uns hier wieder auf den Weg durch den Canyon. Das heißt, wir werden uns wieder mit Spider-Arms amüsieren. Wie wir das schon mal gemacht haben. Na? Und den Rax, da oben hängt einer. Kriege ich ihn mit dem? Ich muss irgendeine Ecke finden, wo ich das Auto aufbocken kann. Dann komme ich da nämlich auch mit dem Raketenwerfer ran. Siehst du? So geht das. Genau so. Na? Ist da so schön? Jawohl, Volltreffer. Noch ein Volltreffer, sehr schön. Und noch einer. Na, das macht man auch nicht alle Tage. Rax mit dem Raketenwerfer abschießen. So, ja, und da hinten tauchen dann schon die ersten Spider-Ans auf, aber ich sammle hier erstmal. Beziehungsweise verteile auch erstmal wieder ein bisschen Munition. Jo, macht sich doch ganz gut. Und drauf. So. Oh. Oh, auch hier schön alles einsammeln, alles mitnehmen. Was die Burschen so fallen lassen. Hehe, war nix. So, hier liegt noch was, ne? So, so. Da hinten haben wir noch einen von den Burschen. Können wir einmal das Auto ein Stück näher ranfahren. So. Komm. Gehen wir mal so. Immer schön mit der dicken Wumme auf die kleinen Teile. So. Und zur Not einfach überfahren. Da hinten. Die müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Wollte ich gerade sagen, aber Level up, sehr schön. Komm, dann kriegst du auch mal eine Granate. Brauche Munition! Ja, okay, muss man doch zur Kavumse greifen, ne? Die kritischen Teile. Wirkt. So, Munition sammeln. Genau, schön. Für unser Sturmgewehr. So, haben wir hier alles. Sieht so aus. Dann können wir den Punkt hier und ich hatte ja gesagt, ne, wir wollen Rache ausbauen, statt unzerbrechlich. Denn wir töten häufiger, hoffe ich jedenfalls, als dass unser Schild niedrig ist. Na? So, die Kiste da oben, die Silvesterkiste ist leer. Hier ist auch alles ruhig, wollte ich gerade sagen. Ja, wenn der selber brennt, ist hier natürlich die Explosion relativ gut. Ein, ne? Aber nicht gegenüberfahren. So, schön aufsammeln hier. Jawohl, Combat Rifle Munition. Genau das, was ich brauche, weil ich es auch in Massen, in Mengen weitergebe. So, weiter geht's hier. Wo haben wir... Ach, da oben. In der Ecke. Dann sneaken wir uns mal hier rum. Na, Bursche. So, wisst ihr was? Hier wird demnächst eine Straße gebaut.
Deswegen fahren wir hier schon mal alles platt. Ja. Ach, schön ist er geflogen. Da ist er wieder runtergekommen. Jetzt ist er irgendwo da hinten gelandet. Ach ja, fein, fein, fein. Macht doch Spaß. Jawohl, und schön. Munition hier. So gehört sich das. So kann ich das gebrauchen. So habe ich das gerne. Oh, finden wir hier noch was? Sieht nicht so aus. So, dann machen wir uns mal hier auf den Weg zum Lager. Normalerweise gehe ich da von einer anderen Seite ran. Da ist er. Ach, okay, ist ja nur die Kabumse. Immer die beiden Waffen dabei. So, den hätten wir erstmal erledigt. Oh, der hat auch schön was fallen lassen. Oh, dann müssen wir uns erstmal umgucken. Wer schießt da auf mich? Da unten? Du Bursche. Na gut, die ist viel zu weit weg. Ich glaube, da sollten wir mal extra für den Burschen unseren Raketenwerfer rausholen. Oh. Genau, so gehört sich das. So, und dann schauen wir uns hier mal um. Müssen wir aufpassen, dass wir uns mit dem Raketenwerfer nicht selber in die Fresse schießen. No. Und immer schön nachladen. Ja auch noch eine. Müsste ich hier extra um Aufmerksamkeit betteln? Weißt du was? So. No. Und da ist die erste Munitionskiste. Was wir sollen? Kabumse, weg ist sie. Da sieht wieder nach einem Kandidaten für den Raketenwerfer aus, der Bursche da hinten. Vor allen Dingen, wenn er so nah neben so einem Fass steht. Jawohl, das haben wir gleich mit ausgelöst. Sehr schön. Krieg da nochmal eine mit. Auf die Entfernung schieße ich damit nicht gut genug. Deswegen nochmal Raketenwerfer raus. Einer ein bisschen zu kurz gesetzt, einer ein bisschen weiter gesetzt. Und dann, genau, hat es den Burschen auch zerlegt. So, nehmen wir das Auto mit. Ja. No? Weil wir wollen ja dann weiterfahren. Wubbidiwupp, hübbelihüpp und rein da. Ah, da hinten sehe ich noch eine Munikiste, sehr schön. Und eine Silvesterkiste, juhu. Naja, komm schon, schwupp, alles hier mitnehmen. So, bevor wir uns den Krempel da hinten anschauen, gucken wir uns nochmal die Hütte hier genauer an. Gucken in jeden Schrank rein. Oh, könnte überall Munition drin stecken, die wir natürlich gerne weitergeben. Ja, und die beiden Kisten habe ich auch gesehen. Wer schießt da auf mich?
Wer wagt es? Zack, komm her, lass dich einsammeln. Schade. Oh, ist da was? Wir probieren hier wieder mal unsere Alien-Kapuze aus. Boah. Bei Munitionskisten können wir das machen. Jo, hier habe ich kommen sehen. Okay. So, weiter geht's. Oh, Waffen kann ich niemals viel aufsammeln. Ich hab ihn gesehen. Irgendwie sind die Dinger ja auch lustig, ne? Die Alien-Kanonen hier. Keine Munition! Jo, ist ärgerlich, ne? Ich weiß. So. Dann hüpfen wir hier mal hoch. Oh. Ne, komm, da. Munitionskisten, die räumen wir erstmal aus. Na? Und in der Zeit kann unsere Energiewaffe nachladen. Jawoll, oh, hier haben wir dann auch schön für unser Sturmgewehr-Muni. So. Na? Jawoll, oh, peng. Autsch, das hat mir auch noch wehgetan. Aber gut. Und, ah, da oben steht auch noch eine. Da. Hüpf, 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 peng. Hüpf, 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 peng. Also die Alien-Kanone ist ja schon lustig, ne? So, haben wir hier noch? Jawohl, hier haben wir noch Müll. Hier haben wir noch eine Granate. Ups, fast den Schädel eingerannt. Und? Jawohl. Da ahnte ich irgendwie, dass da noch einer rauskommt. Weil das in den letzten 6 Partien genauso der Fall war. So, auch die Aufgabe können wir dann abliefern. So, bleibt nur noch die Suche nach Tannis. Und bevor wir das machen, fahren wir erstmal zurück nach New Haven. Und machen hier noch die beiden Spinde leer. Komm, das lassen wir uns nicht entgehen. Ja, wer weiß, könnte ja Müll drin sein. Hausmeister-Service, Gemseblümchen kümmert sich um alles. Ne? Besonders um andere Leute Geld. Dafür haben wir viel bessere Verwendung. Ne? Ups, Junge. Muss schon ein bisschen früher aus dem Boden springen, wenn ich dich nicht überfahren soll. Ne? So, müssen wir hier erst auch mal wieder freimachen. Jawohl, da kommt mir entgegen, dass wenn ich dir entgegenkomme. Schöne Granate in die Gruppe rein, ne? Schön da stehen bleiben, Leute. Und auch du kriegst dein Fett weg. Und dann schauen wir mal, was hier noch so an Muni rumliegt. Oh, nichts weiter. Soll dann auch gut sein. Hört, 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 hört. Und dann auf nach New Haven. Ja, Missionen abgeben. Belohnungen kassieren. Schauen, ob es neue Missionen gibt. Und uns zwischendurch nicht von irgendwas aufhalten lassen. Ne? Schon gar nicht von Fußgängern. Wenn der Verkehr fließen soll, gehören Fußgänger unter die Erde. Ach siehst du, und in unserer Junggesellenbude können wir da auch gleich nochmal vorbeigucken. Ob sich da vielleicht wieder Mietnomaden eingemistet haben. Eingenistet haben, nicht eingemistet haben. Also eingemistet haben sie sich wahrscheinlich auch, aber... Ja, da ist Bewegung. Das müssen wir mal in Augenschein nehmen. So, hüppel hüpf hier raus. Willst du dir ein paar
Wisst ihr was? Wir klopfen erstmal an. Na? Jawohl, haben wir hier die Bude wieder kommandomäßig aufgeräumt. Sehr schön. So gehört sich das. Oh, ja, okay, kostet. Muni ist besser. Inventory ist voll. Na, schubidubidub, zurück. Zu unserem Auto, zu unserem treuen Gefährt. Und dann brumm brumm, falsch eingeparkt. Okay, ja. Ist ein bisschen raue Fahrweise hier auf Pandora, ne? Ist alles ein bisschen gröber. So, ich sag's ja, einparken, ne? So, wir... Ja, müssen auf jeden Fall zu Markus und dann wahrscheinlich auch nochmal am schwarzen Brett, um eine Mission abzuliefern. Na? Stammkunden werden immer gern gesehen. Das siehst du mal, wir können werden aber erstmal hier unseren Krempel verkaufen. Na, damit wir das Inventory leer haben. Also, Kommandreifel, die wir gerade haben. Die neue hat sich bewährt, wird behalten. Die Repeater, die günstigen, verkaufen wir mal. Genauso. Die billigen Revolver, die wir gefunden haben. Die Scattergun ebenfalls. Das ist MG. Da haben wir noch unser Gutes. Und das ist das weniger Gute. Das ist unsere gute Sniper-Reifel. Das ist die schlechte. Was haben wir sonst noch so gefunden? Oh, ja, Medikits haben wir diesmal relativ wenig verbraucht, ne? Säurebouncing Betty, nö, da... Und hier ist vielleicht... Ne, nehmen wir mal. Und Transfusion können wir auch verkaufen. Ansonsten alles soweit Klärchen. So, Markus. Gute Neuigkeiten, ne? Munitionslager sind zerstört. Oh. Auch was Schönes wert. Endlich mal ein Repeater, der was wert ist. Und Nachfolgeauftrag. Na, sind die Kunden zufrieden? Kommen neue Aufträge rein. Dutchmans Kurs für Selbstständige. In Borderlands. Waffenlager und Beweise. Okay. Also Waffenlager zerstören, Beweise finden. Nicht andersrum. Na, okay, machen wir schon. Oh, Desert Anarchy, das ist unser neues Spielzeug. Hier, da können wir unser Hostile SMG dann auch verscheuern. No? Können wir uns weitere Munitionsslots inzwischen leisten? Das wäre auch mal eine Frage. Jo. Nee, also... Okay. Gut. Muni haben wir ja. So, wo müssen wir noch? Am schwarzen Brett und am schwarzen Brett. Das ist ja hier glücklicherweise gleich in der Nähe. So, zack. Die Submachine Gun. Da kriegen wir dann eine. Gut, die werden wir dann gleich verscheuern. Und das Tagebuch gibt uns auch eine Belohnung. Sehr schön. So. So, bevor wir dann den hoffentlich letzten Auftrag hier erledigt haben, beziehungsweise wir schauen nochmal nach, ob Scooter vielleicht was für uns hat. Hey, komm rein und sieh dich um. Aber da hätte uns Claptrap bestimmt schon Bescheid gegeben. Ne? Also, nächstes Mal nochmal ein Auftrag für Markus und dann machen wir uns auf die Suche nach Tennis. Ja, reden mit der ein bisschen erfahrener, wie es in der Story weitergeht. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfiehlt mich weiter. Adieu mit Ö.